Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier aus Tulum, Mexiko. Gestern hatten wir so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit unserem Mietwagen, aber wir haben alles geregelt, sind gestern safe angekommen. War ein bisschen chaotisch die Episode, aber heute geht es ein bisschen strukturierter voran. Und zwar wollt ihr ja immer eine Airbnb-Tour haben und das machen wir im heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wenn ihr auch Bock habt, nach Tulum zu kommen und die Airbnb zu buchen, dann könnt ihr das über den Link machen in der Beschreibung. Euch kostet das keinen Cent mehr und ich kriege eine kleine Provision von Airbnb zurück. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich. Amigos, kurze Unterbrechung, und zwar werde ich unter den besten Kommentaren in der kompletten Mexiko-Reiseserie dieses Getaway Club T-Shirt hier verlosen. Natürlich nicht dieses, weil das ist ja schon ein bisschen verschwitzt. Ihr bekommt neues, den Gewinner lose ich dann am Ende der Reiseserie aus. Und außerdem gibt es noch on top diesen Mexiko Starbucks Becher, den ich für euch extra in Tulum besorgt habe. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und vergesst nicht, in die Kommentare reinzuhauen und den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! Mal einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir hatten gestern echt eine harte Anreise, aber dazu komme ich auch noch mal später. Wir sind jetzt mitten in Tulum und zwar im Dschungel von Tulum. Wir hatten gerade einen wundervollen Sonnenaufgang. Die Sonne hat so richtig schön gold geschimmert und ja, wir sind hier in einer richtig tollen Unterkunft. Man muss dazu sagen, Tulum ist schon echt hart teuer. Also je näher man an den Strand rückt, desto teurer werden die Preise für die Unterkünfte. Man kann sogar bis zu 6.000 oder 14.000 Euro die Nacht zahlen. Für unsere Unterkunft, die auch wirklich wunderschön ist, haben wir jetzt 80 Euro gezahlt und ich würde sagen, das ist es auf jeden Fall wert, denn wir sind trotzdem noch ziemlich zentral. Wir sind nämlich gerade inmitten von Valletta, Tulum, und hier gibt es auch richtig viele schöne Restaurants. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Unterkunft. Die Unterkunft ist für zwei Pärchen ausgelegt. Wenn man sich das durch vier teilt, dann zahlt jeder 20 Euro. Das ist ja nichts. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Außenbereich der Anlage. Nicht erschrecken, wenn ihr momentan zu der Airbnb gelangen möchtet, aber es ist, glaube ich, bei vielen Airbnbs so, dann fahrt ihr echt so eine kleine Offroad-Piste. Wir dachten uns so gestern, what the fuck, wo sind wir denn hier gelandet? Aber es ist momentan halt so, weil die Touristenregion von Tulum richtig stark boomt und die halt richtig viele neue Gebäude errichten und die sind echt wunderschön. Nur halt so gerade ein bisschen abseits, aber ich glaube, die Straße sollte bald auch errichtet werden. Auf jeden Fall. Zu unserer Airbnb. Wir sind gerade in so einem Gebäudekomplex von, ich glaube, 12 Wohnungen. Der Gebäudekomplex ist so zwei unterteilt, 6 Wohnungen hier, 6 Wohnungen hier vorne und mittendrin so ein wunderschöner Pool, wo man sich halt auch ein bisschen hinschillen kann, total versteckt zwischen den Palmen. Wirklich richtig, richtig Hammer. Aber wir haben noch einen eigenen Pool, den zeigen wir euch natürlich gleich nochmal. Zweiten Etage, das ist das Penthouse, und wir haben so eine Art Maisonette-Wohnung, das heißt, die ist aufgeteilt in zwei Etagen. Die untere Etage ist zum Wohnen und die zweite Etage ist das Rooftop. Ja, und das Ganze ist total kontaktlos abgelaufen. Wir haben einfach per SMS so einen Code bekommen, womit man dann reinkommt in die gute Stube. Hier gibt man den Code ein und man kann dann einfach anreisen, wann man möchte. Hat den Vorteil, man muss nicht auf irgendwelche Rezeptionszeiten achten. Wir sind ja gestern erst um 24 Uhr hier gelandet. Und deswegen hatte das auf jeden Fall schon einen Riesenvorteil. Wir konnten noch einkaufen, wir konnten vorher noch was Leckeres essen. Aber jetzt zeige ich euch mal unsere gute Stube. Das ist unser wunderschönes Wohnzimmer für die nächsten Tage. Alles wundervoll dekoriert, so im Boho-Stil, so wie auch meine Wohnung. Hier kann ich auf jeden Fall entspannen und ja, einfach mal ein Bierchen genießen. Übrigens haben wir hier noch eine kleine Terrasse. Achso, ich versuche das mal kurz aufzumachen. So ein kleiner Balkon zum Innenbereich des Gebäudekomplexes. Hier hat man einen Blick auf den Pool, einen Blick zu den Nachbarn. Moinsen, sind aber noch alle am Pennen. Außer wenn ich jetzt hier weiter so rumschreie. Und ja, hier kann man direkt morgens sich
während der Kaffee kocht, schon mal ein bisschen entspannen und ja, hinschillen. Meine Herren, ist das geil, ohne Spaß. Ey. Wir haben gerade 30 Grad, es ist schon so ein bisschen schwül, muss ich sagen. Aber ja, ist einfach nur der Hammer. Und apropos schwül, das Apartment ist komplett ausgestattet mit Aircondition. Also ihr habt hier eine Klimaanlage, würde ich auf jeden Fall nicht zu hart hochstellen, sonst seid ihr auf jeden Fall erkältet. Das will man ja auch nicht im Urlaub. Und ja, jetzt zeige ich euch mal kurz unseren kleinen Küchenbereich hier, den wir wahrscheinlich eher weniger nutzen werden, weil es in Tulum richtig geile Restaurants und Bars gibt. Aber wenn ihr Bock habt, irgendwie zu kochen, dann könnt ihr das auf jeden Fall hier machen. Oben ist auch noch ein Barbecue, das heißt, ihr könnt hier so ein paar Sachen vorbereiten und einfach nach oben nehmen. Dann, ganz wichtig, ein Kühlschrank. Der ist natürlich auch schon voll gelagert. Ich glaube, wir müssen heute auf jeden Fall noch ein bisschen Nachschub holen mit Bier. Wir haben hier das Dos Equis geholt. Corona war irgendwie ausverkauft in dem Laden, wo wir gestern waren. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns mal Dos Equis mit. Mit Gefrierfach natürlich auch. Hier ist auch noch alles leer. Aber ja, die Wohnung ist komplett ausgestattet mit allem, was ihr benötigt. Also Kochutensilien, Töpfe. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Geschirr. Also wirklich alles, was das Herz begehrt und was man so zum Überleben braucht. Und ganz ehrlich, ihr geht eh 100% außen essen, weil die Bars und Restaurants sind hier echt relativ günstig im Vergleich zu Deutschland. Und klar, es gibt natürlich auch High-End-Restaurants, aber diese schönen Taquerias, wo wir auf jeden Fall nochmal in nächsten Videos hingehen werden, das lohnt sich auf jeden Fall. Und selber kochen, naja, also wenn man sich morgens einen Kaffee macht, ist es noch okay, aber so Mittagessen kochen, das will ich auf jeden Fall hier nicht. Dafür ist das hier ganz zu schade. So, eine Sache noch, wenn ihr nach Mexiko kommt, würde ich euch nicht empfehlen, mit dem normalen Wasser zu kochen, sondern ich würde euch raten, im Supermarkt solche Dinger hier zu kaufen. Es gibt auch, wenn ihr länger bleibt, solche Kanister hier. Auf jeden Fall zum Zähneputzen, zum Kochen immer das Wasser aus dem Supermarkt benutzen. Und jetzt zeige ich euch unsere wunderschönen Schlafzimmer. Amigos, wir haben zwei Schlafzimmer. Einmal das Master-Schlafzimmer. Richtig schön geräumig, wir haben Fernseher, wir haben Internet hier in der Unterkunft und ja, von der Einrichtung her simpel, clean, aber alles, was man benötigt, auch wieder Aircondition. Dann haben wir hier einen großen Schrank, der gehört jetzt dem Lukas. Ich habe ihm jetzt mal den Master Bedroom überlassen und hier haben wir noch ein WC und, warte, kann man hier rein, Duschbereich. Ensuite, das heißt, ist direkt im Zimmer mit integriert. Und mein Badezimmer befindet sich hier drüben, ist jetzt integriert mit dem Wohnbereich, so ein Gästebadezimmer mit Klo und ja, hier Duschkabine. Und übrigens, wenn ihr nach Mexiko kommt und euch fragt, so, was ist das denn hier? Das haben die hier alle. Das sind so Plättchen, die man einfach später auf den Abfluss packt, weil die hier so ein bisschen Probleme haben in Mexiko mit den Abflüssen. Das fängt dann an so zu stinken und deswegen, das ist eigentlich ganz normal. Was aber nicht normal ist in Mexiko, was ich schon von einigen Kollegen mitbekommen habe, ist das Wasser. Das ist meistens so, ja, man hat Probleme, warmes Wasser zu bekommen. Hier in der Unterkunft haben wir echt geiles warmes Wasser, richtig heiß, wo wir hier hinten so einen Boiler haben. Das heißt, hier habt ihr auf jeden Fall keine Probleme damit. Und hier ist mein Schlafzimmer. Kein Fernseher, aber ganz ehrlich, den brauche ich auch nicht. Dafür habe ich einen wundervollen Spiegel, in dem ich mich morgens angucken kann und sagen kann, hey, what a beautiful morning here in Tulum. Ja, hier ist auch nochmal eine Aircondition. Man kann hier auch die Dinge aufmachen und hat eine schöne Aussicht auf unseren Parkplatz. Ey, ich wusste gar nicht, dass wir hier auch noch so eine Terrasse haben. Oh mein Gott! Das ist ja mal mega nice. Auch eine Terrasse, guck mal. Bisschen exploren mit euch. Da ist übrigens unser Mietwagen. Man kann hier auf der Property direkt parken. Wir haben gestern versucht, da außen zu parken. Dann kam der Guard und meinte so, nee, parkt ruhig hier und dann könnt ihr ja den ganzen Tag unterwegs sein. Wahrscheinlich werden wir jetzt unseren Mietwagen auch erstmal hier stehen lassen und einfach mit den Fahrrädern Tulum besichtigen. Wie ihr schon gesehen habt, stehen da unten auch so ein paar Fahrräder. Die werden wir uns heute auch nochmal ausleihen, aber das seht ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video. Zur Dach
Dachterrasse kommt ihr über diese wirre Konstruktion. Ich weiß nicht, wer sich diese Treppen hier ausgedacht hat, aber wenn man ein paar Promille Intus hat, ist es auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich schwierig, hier so Monkey-Style hochzulaufen. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen, aber na gut. Welcome to Mexico. So, der Lukas, der macht seinen Job schon richtig. Der tankt hier die Bräune. Good morning. Das ist übrigens Lukas, mein Cousin. Wir haben uns dazu entschlossen, ja, zusammen nach Mexiko zu fahren. Du warst ja schon mal hier, ne? Wann warst du hier? Vor zwei Jahren. Und aber dann warst du nicht in Tulum, oder? Playa del Carmen. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, machen wir einen kleinen Boys-Trip nach Tulum, Mexiko, beziehungsweise wir werden ja komplett Mexiko besichtigen. Naja gut, nicht komplett Mexiko, sondern eher den Yucatan. Aber ja, wir machen auf jeden Fall wunderschöne Roadtrips in den nächsten Episoden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Unsere wunderschöne Dachterrasse. Ich glaube, ich lasse mal kurz das Labern und blende euch ein paar schöne Beauty-Shots ein. Viel Spaß damit. Und ja, Leute, für 80 Euro die Nacht kann man hier absolut nicht meckern, vor allem nicht für 4 Personen. Das heißt, wenn ihr euch das wirklich aufteilt, dann zahlt ihr pro Person 20 Euro und das ist absolut noppes. Wir haben hier übrigens auch so ein Barbecue, da kann man, wenn man Bock drauf hat, noch selber kochen oder grillen abends. Vielleicht werden wir das auch noch ausprobieren. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Da werden wir nämlich Tulum weiter ein bisschen erkunden. Und Lukas hatte gerade schon eine richtig gute Idee. Wir haben nämlich gerade 10 Uhr morgens und ich würde sagen, zum Feierabend des ersten Videos gönnen wir uns ein kühles Bierchen, oder? Wer ist dabei? Lukas! Lukas hat schon die Hand gehoben. Oh Mann! Ach so, schaut euch das mal an hier. Unsere neuen Becher aus der Kollektion. Riba, riba! Zeig mal deinen. Also wir haben einmal Tulum und einmal Mexiko. Abgehakt, check. Und jetzt switchen wir den Kaffee gegen Dos Equis. Give me the beer. Oh, 10 Uhr morgens, bester Plan, oder? Wie sagt man auf Spanisch? Hasta luego. Nein, was sagt man? Cheers? Erstmal cheers. Salute, oder? Salute. Salute, ja. Cheers. Schaut mal in die Kommentare, was sagt man auf Spanisch? Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschaußen. Was sagst du mal nochmal Spanisch? Weiß ich nicht, guck mal nach bei Google Übersetzer. Salut. Salute, wann war doch nicht? Salut oder Salute? Salut. Das ist glaube ich Italiener. Ja. Richtige Fails, Alter. Okay, Salut. Da waren wir doch nicht so verkehrt. Ja.